Willkommen zum beim begeisterten Streamer aller Zeiten. Wir haben Montag, 16. Juli 2018. Jetzt soll ich mich selber reden, schrecklich. Montag, 16. Juli 2018, 20.34 Uhr. Windows 7 Internetzeit. Wir starten jetzt das Spiel. Zwanzig Uhr 35 haben wir es jetzt. Hey, was ist hier denn da? Wir gucken, ob wir Zuschauer haben. Begeistert und ausgeschlafen, wie ich bin, übernehme ich den Sendeplatz von UFO, der heute in einer sehr delikaten Angelegenheit unterwegs ist. Wir gucken, ob wir schon ein paar Zuschauer haben. Nee, noch nicht. Machen wir mal Programmchen öffnen. Chatprogrammchen. Fallout New Videos. Aber ich hätte die geöffnet, Zack, zack, zack. Jo, jetzt sehe ich hier am Fallout New Vegas Route 045, 0045, Dead Money Dead 2 Sierra Madre. Und die Add-ons laden sich gerade einen Wolf. Freuen wir uns bereits jetzt auf die ersten Zuschauer, wenn sie denn mal wieder auftauchen, das war endlich. Dies wird spartet. Tick 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 tick. Zeigt es mir nicht an. Warum blende jetzt gerade die Orte nicht ein? Jedenfalls versuchen wir völlig verzweifelt wieder zurückzukommen. So. Wollen wir den mal hochwerfen? Die Villa ist wie aus Pappe. Aber das Casino-Dorf, es wurde nicht nur gebaut, damit die Leute darin zocken können, sondern als Schutz gegen die Bomben. Die Türen können hermetischer versiegelt werden. Und was in die Böden eingearbeitet wurde, stört jede Kommunikation, die nicht direkt über Kabel läuft. Es heißt, Mr. Yesterday kümmere sich um die Villa, während Sinclair das Sierra Madre zu einer goldenen Falle macht. Ah, ich habe jetzt noch nie gesehen. Fleischverkäufer. Damit hätte ich das nicht gerechnet. Das muss ich notieren. Bip, 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 bip. Hallo.
Schichten eines Klofleischverkäufers. Das Junk da. Das ist das 34. Buch. Dörfleischverkäufers. Heißt Junk Down. Tja, wie beschreiben wir denn den Ort am besten? Schließ doch erstmal bitte. Ich auf jeden Fall speichern. Salida del Sol Süd. Raum hinter Wandloch. Wir sind hier. Are you gonna slay all the profligates? I don't speak English. So, ja. Meine Güte. So. Und speichern. So. Neunzehn Chips habe ich. Oh je, Mini. Nicht schon mal weiter.
Aufgaben. Gucken, wo es mich hinbringt. Spannend. Siebenhundertfünfzig mal verlaufen hier. Nee, nicht der Ernst jetzt. Das dritte Mal stehen geblieben. Zum Glück habe ich das Dörfleischverbuch gespeichert. Ich bin gleich wieder da. Wieder da. Bin mal gespannt, wann es das nächste Mal abstürzt. Dreckskonsole, Drecksprogrammierer, krieg ich nicht hin. Da fordert drei absoluter Standard und sieht mir echt auf den Sack.
Nächster Versuch. Kein Bock auf Giftgaswolken. Echt Stimpaks aus, alles möglich, das ist echt ätzend. Der backt sich ja durch den Fußboden, der Geist der Wahnsinn. Auch das sind wir vom Vorlandspielen gewöhnt. Fuß weg. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin geflüchtet bin. Hauptsache, ich bin geflüchtet. Okay, ich muss wieder zurück, nach links.
Wann piept denn das dort? Das geht ja mal gar nicht. Na komm. Traut sich nicht, weil das Hologramm hier ist. Ist ja mal nicht schlecht. Warum? Das gefällt mir überhaupt nicht. Doch das Altmetall sein. Wahnsinn. Ich kann das merken kann. Das ist doch Wahnsinn. Champagner-Ratzer. Mann, 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 ich denke gar nicht daran, das Krankenhaus hilft mir. Krüppelten Körperteile heilen. Eine Erschöpfung zu heilen. Nee, jedoch. Sitzt im UFO. Was geht? Du 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 Krampel, Krampel.
Verdammt, ich bin gerade Hauslipper auch drauf. Ach, Hauslipper, das war Zeit. Nee. Oh Mann, ich dachte, ich wäre der Einzige, der noch Xbox 360 spielt. Nee, nee, das. Also mit 2, 3 Jahren kannst du bei mir noch Minimum rechnen, dass ich 360 spiele. Weißt du, wie viele Spiele da noch rumliegen? Früher hatte ich nur die PS2, das war was Tolles. Ja, die PS2 war ja noch. Da wird noch ewig gedaddelt. Nur halt, dass die Fallout-Add-ons ständig abstürzen. Das nervt. Wie du Fallout 3 oder Fallout New Vegas Add-on spielst. Ein Absturz nach dem anderen. Du wirst es nicht glauben, eines Tages werde ich sogar PlayStation 2 streamen. Alles schon in Planung, alles schon vorbereitet. Ich habe eine Menge Zeug, was ich jetzt Schritt für Schritt abarbeite. Jetzt, nachdem ich ursprünglich mal von den Spielen getrennt habe, die ich loswerden will. Verschreckst du dich? Ich werde sogar PlayStation 1 Spiele spielen. Pass mal auf, was da von geiles Zeug auf dich zukommt. Du wirst in der Nostalgie ersaufen. Du wirst deine Konsole, insofern du die noch hast, sofort wieder anschließen wollen und mitmachen. Mega, was ich da alles vorhabe zu spielen. Das ist wow. Muy bien-o. Muy bien-o. Beste Grafik, bester Sound. Das wird mega. Ich liebe PlayStation 1 und 2. Das sind zwei geile Konsolen. Aber alles das danach, das waren mehr, naja, Computer als Konsolen. Ja, wo ist das Ausgang? Ja, so, das ist früher gewesen. Lauter CDs. Ich F. Ich glaube, da fehlt noch was. Das finde ich ja klasse. Ich fand das Geräusch immer so geil. Vom Laser, der die CD liest. Das fehlt mir heute ohne Ende. Heute in die Laufwerke, ja. Auch damals so. GameCube Laser war das coolste. Zusammen mit dem originalen PlayStation 1. Da habe ich noch geiles Zeug auf Lager. Nur das zu streamen zu kriegen ist nicht so leicht. Das in einen PC reinzubekommen, ist ein Chinch-Signal. Das ist schwer. Das auch noch zu splitten. Das ist einmal auf dem PC und einmal auf dem Fernseher. Das ist schwer. Wenn ich nicht gerade für 200 Euro eine Superumwandler kaufen willst. Aber die billige Rede, die es auf dem Markt gibt, boah, machen die einen das schwer. Ich muss auch mal unbedingt ein Chin-Signal splittet kriechen. Aber ich bin jetzt schon kurz davor, es auf PC zu kriechen. Ich hatte mir für meine Xbox GTA 5 gekauft. Ja, das habe ich kurz verkauft. Hast du mein Momox-Video gesehen auf meinem zweiten Kanal? GTA 5 gekauft, da waren einfach zwei CDs drin. Eine für die Installation, eine für Spielen. Ja, ja, ja. Womit habe ich recht? Mit dem Lasergeräusch. Ja, und das ist halt. Und die neuen Konsolen, die haben halt riesen Lüfter und sind einfach nur noch laut. Und deswegen stehen sie im Raum nebenan.
Cuesta del Sol. Genau, so habe ich es genannt. Oh. Ich gucke jetzt gerade nach, ob ich mein Video richtig benannt habe. Browser steht gerade. Oh, ich habe eine Nachricht da. Ich muss jemand antworten. Ich mach was. Ich verscherble hier im Hintergrund Dinge bei eBay. Ich hab bei den alten Konsolen hört man noch, was drin ist. Genau. Aber wenn ich spiele, steht mein Xbox circa 3 Meter von mir weg. Das Einzige, was man hört, ist Hardware. Brrr. Das Einzige, was man hört, ist Hardware. Ja, verstehe nicht ganz, was du meinst. Von welcher Konsole sprichst du? Von der 360? Also die ist sehr laut. Vor allem die Originale und die Slim, die ist mir auch noch zu laut. Und ja. GTA 5 habe ich mir übrigens für die Xbox 360 gedownloadet in der HD-Version. Da habe ich jetzt die Original Xbox 1-Version verkauft. Und heute habe ich meine Xbox 1 nach 5 Jahren wieder aufgebaut, um eine CD rauszuholen. Prince of Persia 3. Und 360, na dann ist klar. Da wirst du taub. Und die Xbox One ist auch schön leise. Die kann wieder im Raum stehen. Die steht direkt vor mir, so 1 Meter entfernt. Die Xbox One ist geil. Aber die Xbox 360, egal ob in der Originalversion oder in der Slim-Version, die ist einfach nur laut. Und das geht gar nicht. Und deswegen habe ich die irgendwann im Raum nebenan gestellt. Als ich früher noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich die Xbox immer ins Bad gestellt. Damit ich die nicht hören muss. Hat Krach im Bad gemacht. Und jetzt, wo ich alleine wohne, habe ich so einen Halbraum hier neben der Stube da. Da kann die Krach machen den ganzen Tag. Und da stört sie mich nicht. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Ja, das sind 8 Meter Kabel. Nee, das sind sogar mehr, oder? Also 7 bis 8 Meter Kabel sind da dran. Und ich habe halt Kabelbruch. Deswegen habe ich mir vorhin einen neuen Controller bei eBay ersteigert. Das hat immer eine Macke, geht ständig aus. Ja, und ich kann dir mal meine Momox-Videos von meinen. Meine Momox-Videos von meinem Zweitkanal empfehlen. Eins habe ich, glaube ich, schon hochgeladen. Eins kommt noch, oder? Sind jetzt schon beide hochgeladen? Ich glaube. Ich weiß es noch nicht genau. So. Dann muss ich jetzt meine Anzeige einfrieren. Ich verscherbe hier die ganze Zeit Zeug, das ist der Wahnsinn. Ich habe schon 71 Spiele verkauft. Bei Momox und eBay, das war absolut nötig, damit ich wieder Zeit für die ganz alten Klassiker habe. Kennst du meine Momox-Videos?
Kannst du mal angucken, wie ich hier mich ausentmiste. Wie viel habe ich schon hochgeladen? Habe auch einen Teil hochgeladen. Das waren gleich die GameCube-Spiele. Okay, der andere Teil, der folgt dann nächsten Samstag oder so. Sehr empfehlenswert. Ja, das waren die GameCube-Spiele. Ich da warte. Okay. 360-Spiele und die Xbox 1-Spiele habe ich noch nicht hochgeladen, welche ich. Schade. Hätte ich dir jetzt sofort das Video gerne mal gegeben. Nee, noch nicht. Aber seit einem Jahr hasse ich Xbox 360 und Microsoft. Man hat ja einen Account dort. Meiner, wo ich auch Gold hatte, ist einfach weg gewesen. Da hatte ich die gelisteten Spiele drauf. Wie zum Beispiel Metro 1333. Du meinst wahrscheinlich Metro 2033. Metro Last Light. Das tut natürlich weh. Hast du da angerufen? Nee, noch nicht. Du meinst Video geguckt. Muss man mal Kontext recht rein und dieses Zeitverzögerte. So. So, jetzt muss ich meine Anzeige rausnehmen. Ich habe nämlich einen Abnehmer gefunden. Anzeigen. Und Anzeige deaktivieren. Bin zwei Netzteile losgeworden bei eBay Kleinanzeigen. Mua, wieder ihr ratzelos. Metro, ja. Ja, da weiß ich nicht, was da los ist. Da würde ich anrufen und schimpfen. Die haben da so eine kostenlose Nummer, den muss ich auch schon. Hab ich, früher musste ich die tausendmal nerven. Was mich persönlich ankotzt, ist, dass du Spiele, die du online gekauft hast und auf der 360 dir gedownloadet hast, dort spielen kannst, die kannst du dir dort immer wieder downloaden. Aber du kannst sie dir kurioserweise nicht auf die Xbox One downloaden. Das gilt auch nicht für alle Spiele und das ist das Kuriose. Ich habe mir zum Beispiel mit der Xbox 360 sämtliche Sonic-Klassiker gekauft. Und die kann ich alle auch auf die Xbox One downloaden. Mit dem Account. Aber bei Resident Evil 4 geht das nicht. Da kann ich mir nicht auf der Xbox One downloaden. Was soll der Scheiß? Und deswegen pflege ich jetzt meinen 360, behüte sie gut, kaufe mir einen neuen Controller, damit ich mit der da noch etliche Spiele wie Constant C oder Switchball da noch etliche 1000 Stunden und Resident Evil 4 noch etliche 1000 Stunden dort verbringen kann. Aber mit dem Controller ist leider nicht mehr gut Kirschen essen. Nee, noch nicht. Habe versucht, meinen Account runterzuladen. Da stand nur Fehler zurzeit nicht möglich. Habe auch probiert, mit PC zu verbinden, hat auch nichts gebracht. Ja, da hilft nur anrufen. Nicht gleich hassen, sondern erstmal anrufen und die wissen meistens, was los ist. Also nach einem Anruf war ich bisher fast immer zufrieden. Ja gut, wenn man da so eine Türkin, so eine Zigeunerin am Rohr hat, die man kaum versteht, ist ein bisschen doof. Sowas hatte ich auch schon im Callcenter. Aber jedes zweite Gespräch bei Microsoft verläuft absolut super. Und ich habe immer meinen Willen gekriegt. Ich konnte sogar meine Xbox 360 damals, als ein ROD hatte, ein Red Ring of Death, konnte ich sogar kostenlos einschicken lassen. Kamen vor meine Haustür, haben die Konsole abgeholt, wieder mitgenommen, repariert und wieder vor meine Haustür gebracht. Das war mal geiler Service. Weil die anfangs, die allerersten 360er aus den 2005er, 2006er Jahren, die waren ja alle anderen durchgebrannt, der Chipsatz. Und da hat Microsoft dann diesen Service, diesen sauteuren Service angeboten. Und heute hatte meine Xbox 1 einen RROD. Hat rot geleuchtet. Das war nicht so schön. Ja, und meine originale Xbox 360, die funktioniert auch nur noch so halb. Jetzt habe ich nur noch meine Slim. Und da hoffe ich und bete ich, dass die noch lange, lange, lange hält. Sonst habe ich ein riesengroßes Resident Evil 4 Problem. Ja, für 2 Jahre haben die da die Pflicht. Okay. Das gefällt mir. Aber meine Xbox One, wie lange habe ich die jetzt schon? Die rödelt doch jetzt auch schon seit 2, 3 Jahren bei mir herum. Ich habe es noch nicht sehr oft benutzt. Ich habe auch dieses Jahr richtig aktiv angefangen, Xbox One zu zocken. Ach, wann habe ich mir die Xbox One gekauft? Vor's Jahr? Oder schon vor 2 Jahren? Ein bisschen habe ich sie schon. Ah, wann habe ich mir die Xbox One gekauft? Ah. Egal. Das kann ich irgendwo nachprüfen. Kann ich mal bei Amazon gucken. Amazon. Ich will unbedingt wissen, seit wann ich die Xbox One habe. Mein Konto. Meine Bestellung.
ohne Xbox. Oh, und ich will mal eine Xbox mit. Was ist denn jetzt los? Ist ja irgendwie was kaputt. Heidewitzka. 15. September 2016. Ja, doch schon eine Weile. Ja, seit fast 2 Jahren rödelt sie rum. Die Xbox wird ja zum Spielen gewerbt. Wenn die Xbox beim Spielen einfach so kaputt geht, hat Microsoft Pflicht, diese kostenlos zu reparieren. Jo, das ist super. Das ist super, dass sie das so machen. Aber das Ding ist, meine Xbox 1 ist jetzt 15 Jahre alt. Ich glaube, der Service gilt nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass Microsoft überhaupt noch einen Reparaturservice für die Xbox 1 hat. So, selbst wenn ich selber bezahlen würde. Das ist ein riesengroßes Problem, weil ich kann die nicht einfach so verkaufen oder so, weil da sind noch meine Daten auf der Festplatte drauf und ich weiß nicht, was das alles ist. Da ist noch Musik und so ein Krempel drauf. Und deswegen kann ich die auch nicht einfach bei eBay verscherben. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Ich will eine Möglichkeit, diese Festplatte da zu resetten, bevor ich die Xbox verschenke, verkaufe oder sonst was damit mache. Aber meine Xbox 1 mit RRO, die nützt mir nichts. Da kann sie gehen. Da darf sie mich jetzt verlassen. Aber das tut richtig weh. Und meine alte Xbox 360 verkaufe ich auch noch. Damit ich wirklich nur noch die Slim und die One habe. Ey, wenn du wüsstest, welche Unmengen an Videospielen ich aktuell verkaufe und welche Unmengen an Konsolen, wie habe ich auch schon verkauft. Nur damit ich wirklich wieder Zeit habe für die richtig, richtig geilen Spiele, die schon vor 20 Jahren Orgasmus-Spaß gemacht haben, damit ich die jetzt streamen kann. Ich erkaufe mir quasi Zeit, indem ich all meine Spiele und Konsolen verkaufe. Um wirklich mal einen Überblick zu haben, was war Müll und was ist halt und so weiter. Und was lohnt sich selbst nach 20 Jahren noch zu spielen und zu behalten? Jo, ich mal alles her. So. Das kann man ja alles kaufen. Ja, das kann man teuer verkaufen, aber ich brauche den Martini, weil der gibt Saft und Kraft. Und das Ding kann man halt verkaufen. Echt, ich kann 47 Geisterblicke herstellen. So viel Junkfood habe ich da gar nicht. Mein einziges Junkfood. Geisterblick brauchst du nur Wolkenrückstände. Ich kann Steambag selber herstellen. Wahrscheinlich nicht. Steambag. Na gut. Speichern wir sicherheitshalber trotzdem noch einmal. Leider ist es nicht mehr so oft, dass man die normale Xbox 360 kaufen kann. Ist so gut wie ausgestorben. Die meisten haben Slim oder eine bessere Version davon. Schade eigentlich. Eigentlich nicht. Weil nicht eine von diesen Originalen, die hieß ja damals Arcade und Premium, also einmal mit, einmal ohne Festplatte, die haben alle nicht funktioniert. Ich habe mir eine gebrauchte, schwarze Elite gekauft mit HDMI-Anschluss. Die Originale, die hatte ja nicht mal HDMI-Anschluss. Das war eine Katastrophe. Aus heutiger Sicht. Und die war kaputt gegangen. Da war das Laufwerk komplett im Arsch. Und da habe ich die Konsolen miteinander getauscht. Beziehungsweise miteinander gekoppelt. Ich habe dann den Unterbau der Xbox 360 Elite genommen und das Laufwerk und den Oberbau von der Xbox 360 Premium. Da habe ich mir selber eine Xbox zusammengebaut. Ich hatte dann quasi das Mainboard vom
von der Elite und alles andere dann, oder vieles andere dann von der. Und das Ding war nur am kaputt sein. Einmal habe ich es eingeschickt, Premium, dann ist das Laufwerk kaputt gegangen. Dann habe ich dort noch ein neues Laufwerk dafür gekauft und dann musste ich die nochmal irgendwie, keine Ahnung, ich habe damals so viele Bastelarbeiten vorgenommen. Ich war den ganzen Tag nur am selber reparieren und Microsoft war nur am reparieren. Also so schade ist mir das jetzt nicht um die allererste. Die Elite, die ist okay mit HDMI-Anschluss, die schwarze Xbox 360, die ist ganz okay, aber halt auch saulaut. Und die werde ich jetzt verkaufen, weil die nützt mir nichts mit dieser 12 GB Festplatte da oben drauf, denn auch die stockt ein bisschen und liest nicht mehr alles so gut aus. Also, so schade ist mir das nicht um die Dinger. Mir zumindest nicht. A, zu laut, B, alle 11 Sekunden kaputt und. Ach, ich bin kein Fan mehr von Microsoft. Ich überlege echt zur PlayStation zu wechseln. Allerdings erst, wenn die Gears of War und Halo im Angebot haben. Sogar meine One ist schon zweimal abgestürzt. Ich hasse das. Ich will keine Konsolen, die abstürzen. Früher ist nicht eine Konsole abgestürzt. Nintendo 64 vielleicht einmal bei einem verbuggten Spiel. Das war's dann auch schon. Sind halt alte Schätze. Ja. 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 Schätze ist mein NES und mein SNES. Das sind Schätze, die ich nicht mehr hergebe. Aber bestimmt nicht so eine furchtbare laute 360, die alle 11 Sekunden kaputt geht. Nachdem ich sie verwandelt habe, also Unterbau von der Elite und Oberbau von der Premium, habe ich sie sogar noch bunt bemalt. Die geht als Case-Modding weg. Abstürze nerven sehr. Ja, geht gar nicht. Ich traue mich Fallout 3 nicht mal mehr auf der Xbox 360 durchzuspielen. Ich will Fallout 3 unbedingt nochmal durchzocken. Ich habe da schon alle Gamerscores. Das heißt, ich muss es nicht mehr auf Konsole spielen. Ich werde mir Fallout 3 wahrscheinlich nochmal mit jede Menge Grafikpatches auf dem PC holen. Und dort dann mit einem Controller spielen. Weil, nein. Das ist ein. Fallout 3 hat 5 Add-ons. Und in den einen Add-ons ist es 35 Mal am Stück abgestürzt. Da hab ich in die Tischkante gebissen. Und hier ist es schon 3 Mal abgestürzt im ersten Add-on. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber die 360 hat halt noch saugute Spiele wie Resident Evil 4 und Konstant C und all sowas. Na, wie viel nehmen wir? 20 Scheinchen erstmal? Nehmen wir erstmal 20 Scheinchen. War nicht so viel. Das sind ja schon ein paar hundert. Hallo Ulicki, ewig nicht gesehen. Wurde Zeit, dass du mal wieder auftauchst. Boah, kann ich mir vorstellen. Wenn ich den 35 abstürzen, ja, ich habe mitgezählt. Beziehungsweise bei über 30 habe ich aufgehört mit zählen. Aber das hat so viel Spaß gemacht, das Add-on. Ich wollte auch nicht aufhören. Aber ich bin ungefähr 3 Mal pro Tag aufgestanden, zur Konsole gelaufen, habe sie da an und ausgeschalten. Wenn nach dem 4. Mal schon schaue zuvor, dann habe ich auch schon am nächsten Tag weitergespielt. Und so ging das nur mit der Konsole. Aber sonst geht's. Sonst ist die 360 absturzarm. Aber dass sie überhaupt abstürzt, das hätte es bei einer PlayStation 1 und 2 nie gegeben. Ich würde gerne mal wissen, wie das bei der PlayStation 4 ist. Null Abstürze in Jahrzehnten PlayStation 1 und 2. Oh, Bärenfaustfalle schon zu teuer. Da machen wir schon mal das kleine Ratze. Ja, das reicht schon so. Das sind fast 1000. Ja, fast 100 nehmen. Ja, 100.
so ohne Hate mal den Kopfbund an. Dann geht er als Osterei durch. Du mich auch, Olegi, du mich auch. Mann, Mann, Mann. Machen wir 100? Ne, machen wir mal 80 oder so. 80 ist besser. Genau. Klack, klack, perfekt. Perfekt. Gasbombe, perfekt. Genau, der kleine Rampel, ja. Kleine Rampel, kleine Rampel, kleine Rampel. Perfekt. Schund. Oh, da kommt noch eines zusammen. Allein diese 21x19 da. Haare, meinte ich. Aha, okay. Macht es besser? Ja, das sind nochmal mindestens 30, 40. Ja, nehmen wir die 45 da. Ursprünglich hatte er 2000 vor Kriegsgeld und ich luchse die den alle noch ab. Selbst wenn nicht, drauf geschissen, das mache ich mir so als von dem Beigaukel. Das juckt in der Nähe. Irgendwann werde ich meine Haare wahrscheinlich nochmal färben, Uliki. Immer schön dranbleiben und vor allem meinen Zweitkanal verfolgen. So, wunderbar. Das ist mal ganz in Form. Mensch, braucht falschen. Das brauchen wir aber auch. Scheiße. Bin ich schon bei den Speeren angekommen? Nö. Dann noch mal 40. Der Kern 85 grüßt dich, ziehe, hey, oh, habe ich eben noch mitbekommen. Die PS4 hat auch ab und an Abstürze, aber ist in meinem Fall selten. Danke für die Info. Das ist, ja. Sie sollten Betriebssysteme und Festplatten aus Konsolen wieder rausnehmen, komplett. Nur noch ein Disks und eine Speicherkarte und vor allen Dingen wieder sich Zeit nehmen für Spiele. Ordentlich programmieren. Komplett von Internet sollten sie Konsolen trennen. Dann müssen sie es nämlich ordentlich machen. Denn solange die nachpatchen können, werden die immer schüsseln beim Programmieren. Es kann nicht sein, dass die kompletten 90er durch tipptopp Programmierarbeit geleistet haben und jetzt nicht ein Spiel mehr hinkriegen, was Abstürze nicht hat oder ruckt. Oh, das riecht mich auf. Das kann sich keiner vorstellen. Na gut. Früher konnten sie besser programmieren als heute. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Das sind noch Vollidioten auf dem Planeten.
Sag doch, wenn ich hier erstmal ein Spiel durchgespielt habe auf der PlayStation 1 und nicht ein einziger Absturz war, ich werde danach nur noch PlayStation 1 zocken. Das nächste PlayStation 1 Spiel, das zweite, dritte, nur noch PlayStation 1 Spiele werdet ihr bei mir zu Gesicht bekommen. Das wird so angenehm werden. Oh, und ich werde die Geräusche lieben jetzt schon. Jetzt erstmal zu den Waffen. Perfekt. Und nochmal das Ganze von vorne. Informatik, die anderen werden eigentlich alle weg. Die anderen Bücher. Nein, die Chips brauche ich, um Gottes Willen. Ach du Scheiße. Schon wieder. Zehn, 20 kriegen wir noch hin. 20 Lux wir noch ab. Es kommt dann eine Fehlermeldung, die man dann weiterleiten kann. Kommt vor, aber vergiss nicht, es werden auch Patches aufgespielt. Ist was anderes wie früher, wo man nur eine CD hatte. Die lief natürlich. Ja! Nicht mehr patchen! Nie mehr Dinge patchen! Alles gut so wie es ist! Nichts patchen, nichts updaten! Mich 10 Jahre mit dem Spiel in Ruhe lassen. Dieses Nachgepatche. Das ist der letzte Dreck. Brauchst du da eine Festplatte in der Konsole und da. Das sind alles fehleranfällige Stellen. Das hasse ich. Aufregend. Ich dachte, ich werde der größte PlayStation 1 Zocker, das sage ich euch. Sechs mal vier, 4 mal 6. 12. Zwei Scheine. Zwei Scheine brauche ich noch. Naja, in einem Fall wie 7 Days to Die macht das Sinn. Aber dass die neue Generation, damit müssen wir jetzt leben, hat aber auch Vorteile, finde ich. Ja, reine Online-Spiele auf Servern und dann noch auf einem PC ist eine ganz andere Sache. Aber Fallout, ein Player-Game. Hallo? Die Add-ons sollten sie nicht erst nachträglich programmieren, sondern die Add-ons sollten sie als freischaltbares Gimmick von vornherein mit ordentlich einbinden. Das wäre doch eine feine Sache. So wie früher Kostüme bei Resident Evil spielen. Lasst Einzelspieler spielen in Ruhe, nur Disk und kein Internet. Ein PC ist sowieso eine ganz andere Welt. Da hat schon jeder ein anderes Hardware bei sich zu Hause stehen. Da ist der Fehler von Haus aus da. Aber bei Konsolen, wo jeder zu Hause die gleiche Hardware hat, ist es eine absolute Frechheit. Ja. Perfekt. Einwandfrei. So, jetzt packe ich hier die ganzen Dosen und Wolken hier drin. Und jetzt bin ich wieder bei 71 unten. Wohin, wohin, wohin? Habe ich noch dreckiges Wasser? Nee, nur aufbereitet ist, oder? Oh, ich habe noch 6 mal schmutziges Wasser. Mal schmutziges Wasser, Hilfsmittel. 8 mal 6. Achtundvierzig. Und das durch 12. 4 Scheine noch.
Herrlich, sogar die 360, die hat noch ordentlich 100 CD gelesen. Das ist eigentlich schlecht. Die kann ich bis hierher hören, den Laser. Durch die Tür. Vier Scheinchen. Dass man das rückwärts machen muss, anstatt vorwärts, ist echt das Letzte. Wer sich das eingefallen hat, lasst ja. So. Konsolen werden leider PC-ähnlich. Richtig? Das fing schon mit der Xbox 1 an. Sind sie eigentlich schon, wenn man überlegt, was man alles mit der PS4 machen kann, Internet, Browser, Filme. Ja, das würde ich nie mit einer Konsole machen. Nie, nie, nie auf YouTube gehen oder irgendwelche Browser. Weil wenn du im Internet surfst, da entstehen so viele Cookies und Hintergrunddaten, das verwirrt die Konsole. Da ist sie irgendwann, die friert ja ein fast. Das finde ich auch ganz schrecklich. Ich finde persönlich gut, da kann es schon mal vorkommen, dass Fehler sich einschleichen. Allein schon bei Fortnite, da gibt es Pausen des Updates. Ja, genau. Das finde ich eben nicht gut. Ich habe doch einen PC. Ich habe doch einen PC und sämtliche Fernseher und Bildschirme an meinem PC. Dinge, die ich mit dem PC machen kann, brauche ich nicht auf Konsole. Das ist total unnütz für mich. Deswegen könnte ich mich darüber aufregen. Das ist, nee. Aber egal. Wunderbar. 63. Jetzt bin ich wieder leer. Jetzt kann ich weitermachen. Genau, Puesta del Sol. Plünderung von Puerta del Sol. Okay, es heißt Puesta del Sol. Ich wusste, ich habe es falsch angegeben. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ist nur ein Buchstabe falsch. Puesta. Puesta del Sol. Aber ich weiß, was du meinst. Wäre schöner, wenn CD rein, alles perfekt. Genau. Auf der anderen Seite versuche ich mich damit zu beruhigen, dass ich die Wahl habe. Also, wenn ich eine ordentliche Technik mir dafür gekauft habe, um das auf dem PC drauf zu kriegen. Es gibt genug Spiele für die alten Konsolen. Man kann ein Leben lang mit den alten Konsolen spielen, wenn man es möchte. Und das werde ich auch tun. Richtig, ja. Hole mir eben eine Pizza. Bis gleich. Lecker. Jetzt werden wir warten, was du drauf hast. Pizza ist schon geil. West hat er so. Scheißstation. Aber das jetzt hier nicht angezeigt? Das verstehe ich nicht. Wie viele Chips habe ich ja noch mal gefunden? Das ist ätzend. Ich habe nämlich nicht ein Stimpack mehr.
Plünderung von Booster des Soul. Lecken. Ja, du musst ihn hin. Tatsächlich da lang. Jahre später. So, zerstört es. Nein! Hier, automatisch. Jetzt ja auch einmal mehr speichern müssen. So ist brav. Ich will auch Pizza. Leck mich fett. Sagt nicht, okay. Dann ab in Sierra Madre. Dieses Tor führt direkt zum Sierra Madre Casino. Wenn Sie einmal drin sind, können Sie vielleicht nicht mehr zur Villa zurückkehren. Möchten Sie fortfahren? Ja, alle Scheiße. Warum hast du kein Abo? UFO hat auch eins. Oder ist das so ein rechtliches Ding? Du meinst, warum du mich nicht zappen kannst? Moment mal, ich muss mal. Die Zwischensequenz kurz reinziehen, aber schreib ruhig weiter. Oh, 1600 Punkte. Oh, das steigt. Das steigt. Genau. Nö, das ist nicht rechtlich. Das ist überhaupt kein Problem. Bei Mikroverdiener wie mich. Ich war A, zu faul, es einzustellen und B, zu faul, es meine ich zu basteln. Und da ich jetzt nicht gerade so viele Zuschauer wie UFO habe, habe ich da jetzt noch nicht die Relevanz gesehen. Ich habe ja, das spricht, also einmal im Monat wird es von irgendjemandem angesprochen. Diesen Monat bist du, herzlich willkommen, du bist der Juli 2018. Diesen Monat hast du es angesprochen, vorher im Monat hat Speedbull angesprochen. Da habe ich gesagt, Speedbull, also der Einzige, der mich anspricht, würdest du den zappen wollen? Oder er sagt, nee, will ich nicht, kostet Geld. Und an der Stelle muss ich sagen, wenn einmal im Monat eine Person nachfragt und die dann noch nicht mal zappen möchte, ist es mir im Moment noch nicht den Aufwand wert. Wenn jetzt hier 10 Leute wären und wir wollen nicht zappen, da würde ich mich jetzt eine Woche hinsetzen, mich mit der Technik genau befassen, die Einstellung irgendwie machen und Smileys die ganze Zeit zurechtknüppeln. Aber ich habe halt noch zu wenig Zuschauer für Subs nach meinem persönlichen Empfinden. Ja, bestimmt hätte schon der ein oder andere, vielleicht hätte schon eine UFO-Sub da gelassen oder so. Da läuft ein Hologramm. Aber ansonsten, das ist mir dann zu wenig, wenn da einmal im Monat eine Person nachfragt. Und dann noch nicht mal sappen möchte. Achso, okay, du meinst, es lohnt sich nicht. Ich frage nur, ja, ich denke, es lohnt sich noch nicht.
abgesperrte Orte, unerreichbar. Aber wir schaffen es schon, vertrau mir. Wir müssen es nur aufwecken. Jetzt mal zum Spiel. Ich dachte, Fallout ist ein Shooter. Aber was ich hier sehe, ist aufwendiger. Fallout ist kein Shooter. Oh Gott. Ich kann eine Fallout Tage verbringen, ohne einen Schuss loszuwerden. Wer hat denn dir gesagt, dass das ein Shooter ist? Das ist ein Rollenspiel. Du kannst komplett durch Kommunikation das Spiel durchschaffen oder dir den Weg durchschießen. Das ist eine Option von vielen, ja. Aber es ist nicht wirklich ein Shooter. Das ist ein Rollenspiel, wo es ums Charaktergestalten geht mit allen möglichen sogenannten Perks, die dafür sorgen, welche Fähigkeiten du hast. Und die Fähigkeiten sind vielseitig. Du kannst komplett unsichtbar machen, du kannst Türen aufbrechen, du kannst hacken, du kannst Roboter umfrisieren, du kannst dir Partner holen, die ganze Arbeit für dich machen und. Das ist Fallout ist so komplex, ich verbringe meistens an einem Fallout-Spiel 3 Jahre. Das ist ungefähr eine Vorstellung und das sind so mehrere hundert Stunden, die da. Da hat nix Shooter. Gerade in Fallout New Vegas muss man fast gar nicht schießen. Da kann man alles mit den richtigen Rede-Skills, Perks erreichen. Das ist ein Rollenspiel. So wie Fable, ein bisschen wie Zelda, ein bisschen wie, ach keine Ahnung, Skyrim oder so. Ein bisschen wie GTA ist es. Komplett offen. Dann vertue ich mich mit dem Titel. Dachte erst, ist ein Ballerspiel, weil was ich sehe, gefällt mir. Ja, der Baller, da müsste ich Gears of War spielen. Das ist ein Shooter. Da wird die ganze Zeit nur geschossen. Fallout. Ab und an mal alle 10, 20, 30, 60 Minuten einen Gegner. Holographische Sicherheit aktivieren. Auf Musiksteuerung zugreifen. Warum? Hier, du kannst Tresore, Schränke, Kisten knacken. Du musst hier richtig düfteln, um das Schloss zu knacken. Du musst PCs hacken stundenlang. Fallout, das ist das geilste Game überhaupt. Seitdem ich Fallout spiele, brauche ich keine anderen Rollenspiele mehr. Ich habe mich komplett losgesagt von allen Rollenspielen, die es gibt. Das soll ich die Stecknadel an richtig Millimeter machen, um das Schloss zu knacken. Das ist Fallout. Zerstörte Welt, postapokalyptisch. Und dann mach was draus, überlebe. Scheiße. Und man braucht Haarklammern. Perfekt. Chips her. Klamotten brauche ich nicht. Du kannst ja Klamotten anziehen. Du kannst Hauptmission machen. Mehrere hundert Nebenmissionen. Das ist ein Add-on. Das ist ein bisschen leer im Vergleich zum Hauptgame, aber ist trotzdem okay. So, das sagt mir im Moment nicht. Geht das hier biebt? Oder wenn die Frequenz zerstört, mein Halsband explodiert und dann sterbe ich. Muss ich herausfinden, warum es biebt. Aber es ist gerade stockfinster ein bisschen. Falls du dich für Fallout interessierst und das jemals antesten möchtest, nimm nicht Fallout New Vegas. Nimm Fallout 3. Ist um Welten besser. Das kriegt man heutzutage bestimmt schon daher geworfen für 5 Euro oder so. Nimm sowas von Fallout 3. New Vegas ist von anderen Entwicklern und eine ganz schlechte Kopie von Fallout 3. Ja, sieht ziemlich cool aus, aber im PS4 Store gibt es nur Fallout 4, sehe aber kein Vegas. Muss ich später mal recherchieren, Fallout ist Neuland für mich, aber sieht nice aus. Das kriegst du bestimmt Fallout 3 bei Steam für 10 Cent oder so. Vergiss nur Fallout New Vegas. Glaub mir, spielerisch gesehen ist Fallout 3 milliardenmal besser. Und Fallout 4 kann ich mich noch nicht zu äußern, habe ich noch nie gespielt, aber dafür habe ich einen Donation-Code hier in einer Ecke an.
Mäßig Fallout 4, was wieder von der Entwicklung von Fallout 3 ist. Also befasst dich hier mit den Fallouts, die eine vernünftige Nummer im Titel haben und nicht mit New Vegas. Das ist deutlich schlechter. Es ist immer noch ein Fallout und es macht immer noch Spaß, aber auch im Vergleich zu Teil 3 ist es, boah, da haben sie sehr viel verschlimmbessert. Sehr viele Details verschlimmbessert. Warum piept denn jetzt nicht mehr? Ah, da ist ein Lautsprecher da hinten. Das Casino könnte ich. Okay. Da ist ein Hologramm vorne hochgegangen. Ich gehe hier ins Casino. Ach ja, die Ladezeiten sind auf der Xbox 360 mörderisch. Dann lieber für Xbox One, wenn möglich. Aber für die PlayStation weiß ich echt nicht. Sicherheit, Hologrammstatus überprüfen. 8 momentan die Treppe der Bar. Das ist unterlassen Sie es auf Anweisung von Mr. Sinclair, die Sender der Sicherheitshologramme zu manipulieren. Kurz zu zerstören. Denken Sie daran, dass die Hologramme uns und unsere Gäste beschützen. Auch da? Ah, das mag mich nicht. Ah, Westpatrouille. Jetzt patrouilliert's. Aber du hast nur Paypal, habe ich abgeschworen. Wieso? Ich habe nicht nur Paypal. Sonst hätte ich dir mal einen Kaffee gespendet. Wie du ja weißt, schaue ich dich auch so lang. Schon lang. Außerdem lass dir, ich habe den Leuten schon mal gesagt, das ist nur ein Paypal-Button. Wenn du auf den Button klickst, merkst du, dass du da 20 Bezahloptionen hast. Wie du ja weißt, schaue ich dir auch schon lang. Außerdem lass dir nichts mit den Haaren einreden. Stehen dir, oh, danke schön. Endlich mal jemand, der die Haare lobt. Kurz, sieht eh immer gepflegter aus. Ich trage auch kurz. Nee, ich mag schon optisch meine langen Haare, aber das tue ich jetzt aus praktischen Gründen. Aber schön, dass sich mal jemand nicht beschwert über das Abschneiden meiner langen Haare. Das ist doch mal verdammt, verdammt selten. Aber du, wenn du unten auf den Paper-Button klickst, das ist nicht, dass der aus. Ich hatte einfach eine. Das ist nur eine Grafik. Ich hatte einfach keine anderen. Es war halt gerade da. Wurde mir vom Paper so angeboten, habe ich halt genommen. Aber wenn du auf den Button klickst, hast du alle möglichen. Überweisung, Pay-Safeguard, Sofortüberweisung, allen möglichen Schrabel wirst du dann sehen. Da kommt dann so ein Fenster mit 50.000. Ich muss diesen PayPal-Button wegmachen. Jeder, du bist jetzt schon der zweite oder dritte, der glaubt, dass ich nur PayPal habe. Es landet letztendlich alles auf meinem PayPal-Konto. Das ist richtig. Aber zahlen könnt ihr mit allen möglichen. Das geht gar nicht, dass jetzt so viele Leute glauben, man kann bei mir nur PayPal zahlen, weil dieser scheiß PayPal-Button ist. Das ist ja mal das größte Missverständnis und das schlimmste Menschheitsgeschichte. Es ist ja. Deswegen hat UFO auch seinen eigenen Button gestaltet und Delfino und die haben ja ihre eigenen Spenden-Button. Und ich habe halt diesen Standard von PayPal halt damals genommen. Und wenn du draufklickst, dann öffnet sich ein Fenster und wenn du runterscrollst, siehst du. PayPal, Sofortüberweisung, PaySafeCard, iPay oder iSafe, was ist das, weiß ich nicht, GiroPay und Visa und Mastercard. Also mit Kreditkarte geht's, mit dem ganz normalen Girokonto geht's, da gehst du auf Sofortüberweisung, mit PayPal geht's, mit PaySafeCard von der Tankstelle geht's. Ja, es sind sechs Bezahloptionen. Die Leute müssen sich nur mal trauen, auf diesen Button zu klicken. Ich werde. Nee. Bei UFO geht nicht noch. Moment. Das kann ich jetzt auch nicht beschwören. Da klicke ich mal auf seinen Button. Ich habe das so eingestellt, dass wirklich jeder mit allem zahlen kann. Aber das so, dass es dann auf meinem PayPal landet. Wenn man bei UFO draufklickt, was kommt da?
Heilige Scheiße, bei UFO geht das tatsächlich nur Paypal. Ja, lass dich nicht von UFO blenden. Lass dich nicht von UFO leiten. Bei mir geht mehr. Nicht von anderen Streamern ausgehen, wenn du deswegen jetzt dachtest, es geht nur Paypal bei mir. Nee, du hast recht. Scheiße, bei UFO geht ja wirklich nur Paypal. Da muss ich mal zusammenstauchen. Warum macht er sowas? Weiß er nicht, wie das geht? Das kannst du in Tippi einstellen. Alle Häkchen drin bei 6, 7 Anbietern. Scheiße, wieso geht bei UFO nur Paypal? Ach du Heilige. Er hat auch Tippi, so wie ich. Okay, das muss ich mal fragen. Da bin ich jetzt mal neugierig. Warum hat UFO nur Paypal? Aber bei mir hast du auch Überweisung und Kreditkarte. Jederzeit kannst du mir den ein oder anderen Hunderttausender da lassen. So, okay. Hätten wir jetzt alle Unklarheiten beseitigt? Gerne doch. Bei UFO geht nur Paypal. Ja, da hat er ein Tippi was falsch eingestellt. Vielleicht denkt UFO, dann müssen eine Kontonummer eingehen oder irgend sowas. Das ist auch reine Spekulation. Weil landen tut sowieso alles auf dem Paypal-Konto. Egal, welche Bezahlungsoption du da machst. Wenn du mit Kreditkarte bezahlst, das landet auf meinem Paypal-Konto. Wenn du mit PaySafeCard bezahlst, das landet auf meinem Paypal-Konto und so weiter und so fort. Jetzt ist die Wache dort erstmal weg. Ich kann sie nicht ausschalten, aber ich kann sie über... Wo muss ich überhaupt hin? Ich habe doch eine Karte, die mir zeigt, was ich eigentlich machen muss. Da muss ich schon mal nicht hin. Da muss ich hin. Hab keinen Bock. Ständig piept irgendwas. Ist sehr gefährlich. Hör auf mit Piepen. Ah, okay. Geht kaputt. Geht doch. Leere Whiskyflaschen brauchen wir nicht. Ah, auch endlich mal wieder ein Stimbag. Yum yum Teufelseier. Gleich mal essen. Die Yum yum Teufelseier. Einwandfrei. Kannst auch besoffen machen, drogensüchtig werden. Ja, das hat sämtliche Optionen wie auch in anderen Rollenspielen. Ich werde mir jetzt dermaßen einen eigenen Spendenbutton grafisch bauen. Das Problem ist, ich stream so gerne und ich kümmere mich selten um meine Plattform. Bestimmt hätte schon der ein oder andere gesagt, wenn ich mal smiley. Oh Gott, Herzinfarkt. Wie sind das jetzt? Moment, oh, wie viel? 4,07 €. Wie kommt man denn auf diese Summe? Philipp ist ein prima Kumpel dafür. Ach verdammt, ich könnte aber nicht schnell noch. Kann ich es noch im Stream sehen? Ja, jetzt kann ich es mir angucken. Ach, jetzt zeigt das nicht. Auch schon lang. Jetzt weiß ich nicht, wie du da auf diese Summe gekommen bist. Trotzdem Dankeschön für diese sehr seltsame Summe. Wie gesagt, ich schaue euch echt gerne. Ihr seid ein tolles Team. Du bist ja auch oft bei UFO als Zuschauer anwesend. Ja, mittlerweile bin ich dort Nummer 1. Auf Platz Nummer 1 mit Latinium. Da habe ich 3 Jahre drum gekämpft. Also ja, wir sind echt, ja, man kann es fast als Team bezeichnen, aber das ist nichts Offizielles. Das ist alles nur spontan. Also wir sind nicht voneinander abhängig. Aber wir hängen gern zusammen ab. So kann man es ausdrücken. Vielen Dank für die komische Knetschspende. Guck mal auf so eine Summe. Moment mal, was zeigt denn jetzt meine Dings da an? Tatsache, jetzt sind da 7,67. Okay.
Okay, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich schaue mir nach dem Stream dann immer die Messages an, wenn ich es nicht schnell noch lese. Bei 1,26 muss ich dann reingucken. Das hatte ich noch auf Paysafe. Ah, okay. Vielen lieben Dank, dass du deine Paysafe-Karte bei mir geleert hast. Das ist doch mal was. Das kann man als Werbegag bringen. Leute, wenn ihr noch Restkrempel auf euren Paysafe-Karten habt, den ihr nicht mehr braucht, so könnt ihr das leeren. Da seid ihr's los. Nee, das ist schön. Wieder fast 5 Euro. Das ist geil. Das ist ja mehr als UFO vorhin gespendet hat. Ich weiß, ihr liebt euch, aber hasst euch auch. Nee, hassen tun wir uns nicht, aber wir triggern uns manchmal absichtlich und manchmal unabsichtlich. Das bringt dann emotionalen Schmerz hoch. Ich bin generell sehr sensibel und sehr leicht emotional verletzbar. Aber hassen tun wir uns definitiv nicht, nee. Das ist nur leicht triggerbar. Ja, ist etwas robuster als ich. Okay. Deswegen bin ich auch gezwungen, mit Trollen sehr kurzen Prozess zu machen und sehr harte Regeln zu führen. Sonst habe ich nämlich ein riesengroßes Problem langfristig, was ich ja schon vor Trollattacken hatte am Anfang. Informatik im Team. Da kann ich wieder hacken. Das sind wieder Hackpunkte. Moment, Hilfsmittel. Ah, das ist echt eine schöne Summe. Habe ich jemals so eine unrunde Summe bekommen? Ich glaube noch nicht. Zweimal kann ich jetzt PCs hacken. Leert eure Paysafe-Karten bei mir. Kommen sie ran, kommen sie ran. Werden sie genauso beschissen wie nebenan. Da man dich nicht abonnieren kann, hast du das auf diesem Weg verdient. Ja, danke schön. Das ist ja, wie schon gesagt, wenn jetzt jeden Monat mich jemand fragt, da werde ich es noch irgendwann in diesem Jahr ganz langsam angehen. Ich habe im Real Life gerade sehr viel zu tun. Da werde ich es irgendwann ganz langsam angehen, mal ein paar Smileys zu basteln. Ich habe da schon eine Idee. Ja, ist dahinter jetzt das Ding, wo ich hin muss? Hinter und dann rechts und dann rum. Okay. Speichern, bevor mich das Hologramm da umbringt. Alles her. Ja, das Hologramm mag mich nicht. Aber letzten Endes hast du recht, es gibt ja auch deinen Spendenbutton, wenn dir einer was Gutes tun will. Genau. Da könnt ihr mir so viel zufließen lassen, wie ihr wollt. Ein Zehntausender nach den anderen. Da geht unendlich. Da kann man unendlich oft spenden. Das mit den Subs, das ist halt mehr so eine Motivation, mehr so ein Anreiz. Da hat man ein bisschen was von. Ein paar Punkte mehr, wenn man eine Ankbot-Währung hat. Hat man ein bisschen was von. Hat man ein paar Smileys. Das ist ein kleiner Anreiz, da freuen sich die Leute. Lass mich ja in Ruhe, du doofes Hologramm. Aber ansonsten. Geld kann man auch so loswerden bei mir. Was Delfino mal gemacht hat, war eine Pizzaspende. Das fand ich geil. Ich esse nämlich auch sehr gerne Bestellpizza. Jetzt, wo es Lieferando gibt und ich nicht mehr mit diesen komischen Leuten am Telefon reden muss, die mich immer falsch verstehen. Jetzt, wo ich sowas im Internet bestellen kann, sollte ich vielleicht auch mal machen. Spendenkohl für Pizza. Aber das ist wirklich gut. Alle PC-Fresse zum Ziel. Genau. Kommen Sie ran. Bei mir werden Sie Ihren PC-Krempel los, den Sie nicht mal brauchen können. Wenn das 1000 Leute machen hier, dann habe ich ausgesorgt. Oh. Kommen Sie ran. Wir haben Sie genauso beschissen wie nebenan.
Spruch, den habe ich von meinem Cousin geklaut. Na gut, hier nochmal speichern. Schleiche ich mich jetzt mal an diesem Hologramm da vorbei. Mama! Liebes Hologramm, nettes Hologramm, tu mir nichts Hologramm. Mal sehen, ob sich's wieder beruhigt. Nein, es beruhigt sich nicht, es wird mich töten. Das Problem ist, dass man selber Hologramme nicht töten kann, weil es sind Hologramme. Da schießt man durch. Ja, grüne Matsch auf der Linse. Ich bin mal gespannt, ob sich irgendjemand findet, der diese Summe wieder rund macht. Manchmal sind Zuschauer da, die können diese unrunde Summe nicht sehen. Die haben das Bedürfnis, dann schnell zu spenden, damit die Summe wieder rund wird. Ja, der ist doch mal. Das ist doch mal ein lästiges Hologramm. Ich meine, ich habe einen Stealth Boy. Ich will ihn aber nur im absoluten Notfall verwenden. Also, das ist was, womit man sich unsichtbar machen kann. Liebes, gutes Hologramm, schau mich nicht so böse an. Mein Hologramm kann mich nur so lange verfolgen. Ah, hier muss man PC hacken. Scheiße. Für mich gehörst du auch schon zum Urgestein bei Twitch. Echt? So lange mache ich das jetzt auch noch nicht. Also die ich am längsten kenne und schaue. Aber komisch ist nur, dass ihr erst so seit 2016 streamt oder so. Kommt mir schon gefühlt länger. Das ist richtig. Für circa 2 Jahren. Davor habe ich noch ein paar Monate oder Wochen auf YouTube gestreamt. Muss ich mal kurz gucken. Das bin ich selber ein bisschen neugierig. Weil mein erstes Video hochkam auf YouTube, auf meinen Let's Play Kanal. Da kann ich immer selber prüfen, weil es war, glaube ich, Mai 2016. Alter, leckt mein Rechner gerade. Warum ist der so überfordert? Taskmanager. Leistung. Komisch. Classic Studio, das neue kann mir mal senden. Und dann mache ich einfach auf Liste von alt nach neu und dann weiß ich, wann ich angefangen habe mit Streamen. Ach Leute. Ich will zum Ältesten. Bei mir geht das nicht. Wenn ich bei fremden Leuten bin, geht das. Da kann ich auf Älteste klicken. Meist gesehen, öffentlich, nicht gelistet, privat, eingeschränkt oder keine Anzeigen. Ja, leck mich am Arsch, wenn ich mich da durchblättere, das dauert ja ewig. Bei über 600 Videos. Sekunde, ich will das jetzt trotzdem wissen. Auf YouTube bin ich schon seit 2015. Ich habe ein schönes Weihnachtslied gemacht. Am 12.12.17. Oh. Das verlinke ich gleich mal. Das ist ja mega, was ich da gerade für eine Perle entdeckt habe. Geil. Könnt ihr euch mal reinziehen, während ich suche. Ach stimmt, auf YouTube wart ihr schon länger. UFO hat auch... Ja, natürlich. UFO ist schon ewig auf YouTube. Klickt mal auf den Link, da habe ich ein geiles Weihnachtslied mal gemacht. Normalerweise mache ich die Weihnachtslieder auf meinem Hauptkanal, aber das war da... Twitch-bedingt sehr witzig. Okay. Da habe ich mir einen Prozessor gewünscht. Den haben mir Zuschauer dann tatsächlich hier gespendet, glaube ich. Okay, Aber ich will wissen, was ich angefangen habe. Das leckt, das leckt, das leckt. Das. Noch mehr Nachrichten. Heizen.
Ach, das waren gar keine Streams, das waren Let's Plays. Gott, 20 Seiten habe ich hier. Ja, jetzt kommen wir schon in die richtige Richtung. Das erste war ein Let's Play, aber alles andere waren dann, glaube ich, schon. Einhörst die guten Ziele. Geil, oder? Am 9.05.2016 habe ich zum ersten Mal angefangen, noch nicht zu streamen, aber schon mal als Let's Plays und mit OBS gearbeitet und mit anderen Programmen. Am 9.05., also so im Mai 2016, fing das dann alles an und ein, zwei Monate später war ich schon auf Twitch. Ein paar Fallout-Streams ganz am Anfang und dann noch ein paar Doom 3 habe ich auf YouTube gestreamt, da hatte ich nie Zuschauer. Dann habe ich UFO beobachtet, wie viele krass Zuschauer er auf einmal hatte. Jo, und am 5.6.2016 war ich dann mit Sims. Erst mal auf Twitch. Oder? Ach, Quatsch. Falsch rum. Am 27.05. Ah, nicht mal am Monat. Am 27.05. war ich schon mit Sims 4, Raute 0001 auf Twitch. Am 27.05. Okay. Am 9.05. fing alles an und drei Wochen später war ich dann schon auf Twitch mit Sims 4. Da ist meine Grafikkarte abgeraucht. Und bei Sims Raute 20, also Sims 4, Raute 0020, kann man sehen, wie ich, während ich streame, eine Rauch aufgegangene Grafikkarte wechsle. Das war möglich, weil ich mit zwei PCs gestreamt habe. Der eine hat gestreamt, bei der anderen ist durch Sims die Grafikkarte abgeraucht. Da habe ich während des Streams eine Grafikkarte gewechselt. Okay, am besten hochrennen und gleich hacken. Ach, was ist? Hatte ich den Schlüssel nicht schon mal denn hier? Wieso ist die Tür da jetzt zu? Oder war das hier? Mit dem Hacker. Okay, hacken wir den. Abonniert habe ich dich schon. Hast ja schon einige Videos eingespielt. Muss ich mich auch mal durcharbeiten. Muss ich aber immer Lust drauf haben. Ähnlich wie mit Spielfilmen. Schauen Wochen manchmal gar nichts. Ja, das kenne ich. Du meinst jetzt meinen Let's Play Kanal? Jo. Da musst du mal die Playlisten durchgehen. Da sind ein paar ganz spezielle Dinge bei. Zum Beispiel Social Eating. Habe ich gleich ein, zwei Videos gemacht, wo ich live gegessen habe. Oder mit Krempel. Vor? Na, dann ist es Hall. Perfekt. Geknackt. Kann ich jetzt diesen Scheiß-Dings erhalten, einstellen? Bartürwache, Personalbüro, Patrouille. Sicherheitsnotiz. Beschäftige des Sierra Madre. Bitte unterlassen Sie es auf Anweisung von Mr. Sinclair, die Sender, der. Achso, das kann ich schon lesen. So, jetzt müsste der weg. Aber ich muss hier wieder weg. Mein Halsband piept. Ja, es piept, weil irgendwo ein Radio ist. Und Radios kann man eigentlich ausschießen. Diese Tür ist wegen Gasek hermetischer Siegel. Wenn Sie verriegeln der Tür überbrücken, wird es Ihnen nicht möglich sein, sie von innen zu öffnen, bevor Sie die Gasventile geschlossen und sich im Dock gekümmert haben. Okay. Da ist das Radio. Weg. Ich habe das Radio gefunden. Kommentare sind übrigens auch gern gesehen. Ich habe nämlich auf meinem Let's Play-Kanal relativ wenig Kommentare. Ja, was kann man alles mitnehmen?
Okay, mal speichern. Ich entferne nämlich immer mehr von meinem Ziel. Und dafür lerne ich das selten stockfinstere Casino kennen. Manchmal liegen bei Skeletten Schlüssel und Briefe. Da war auch gerade was. Oh. Bist du auch bei Tina Travolta oder eher weniger? Sie kenne ich auch schon lang. Ich kenne sie, ich habe sie auch abonniert, also gefollowt, meine ich. Und da schaue ich so alle paar Wochen einmal rein. Das trifft es am besten, ja. Ich war mit ihr mal im Clinch. Sie hat mich bei UFO, also Moderatorin, war ständig gebannt auf YouTube. Als ich noch ganz neu war und man meine Nettigkeit noch nicht erkannte, hat man mich für einen Troll gehalten, aufgrund meiner charakteristischen Art. Da hat sie mich andauernd gebannt und wir haben uns dann mal im TS unterhalten. Also ich kenne Tina relativ gut. Aber so jetzt als Streamerin, das was sie da spielt, da, nee. Mädchengames. Lego. Wimmelbild. Kannst mich mit Jahren. Möchte ich nichts mit zu tun haben. Aber sie hat gute Musik auf dem Kanal. Das ist immer top. Hatte früher auch mal Kommentare hinterlassen, wie bei deinem Erich Witt. Wie heißt du dort? Aber dann habe ich meinen Kanal wieder geplättet. Ach so, schade. Dann ist der Kommentar natürlich auch weg. Oder? Es könnte sein, dass der Kommentar sich trotzdem hält. Immer dieses Gebiebe. Oh, Pistole, ja. Hier bei Skeletten liegt immer sinnvolles Sirazza. Oh, Red Null. Saubere Toilette, da trinken wir mal das. Das macht nämlich TP voll. Hätte ich doch glatt vergessen. Dass man durch Wasser trinken sich wieder auflädt. Das ist das sauberste Wasser in ganz Fallout, was ich je gesehen habe. Ich sauf's aus der Toilette. Das ist ja geil, das muss ich nutzen. Tina muss man wie ein rohes Ei behandeln. Zurzeit spielt sie auch Jurassic, ist auch nicht. Jurassic geht. Das geht. Ist ein bisschen wie Rollercoaster Tycoon für mich. Parkspiele. Spiele ich gern. Jurassic Walk geht. Das ist so ein Mittel zum Zugucken. Spielen würde ich es mir gerne, aber viel zu teuer. Aber zum Glück gibt es das auch auf Konsole. Okay, das speichere ich jetzt auch schon mal. Das ist ja mega. Ich bin eine Toilette satt gesoffen habe. Ach, jetzt bin ich wieder im Foyer. Okay. Vorkriegsbücher in Fallout 3, die waren viel wert, wenn du dir an die eine Person in der Bibliothek verkauft hast. Ich will das hier. Warum habe ich doch schon? Soll ich mit zwei verstärkten Teilen? Ich habe noch 110. Wir wissen, wo ja Lautsprecher biepen. Ich sehe meine gefährlichen Dinger jedes Mal. Aber sie hat geile Halloween-Streams gehabt, waren episch. Naja, ich mag sie, hat halt. Ist ganz cool. Ja, 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 ja. Hab nichts gegen sie. So.
Ja, ohne Lautsprecher kann man leider nicht ausschießen. Diesen Controller. Hier machen wir da lang. Es gibt auch geile Rezepte, wo man Dinge mit bauen kann im Fallout. Aber das ist eben mehr in Fallout 3 ausgeprägt als hier. Zucker ist gut. Delfino, ewig nicht gesehen, hallo. Zockst du auch noch 7 Days oder hast du das eingestampft? Könntest auch mit UFO im Team spielen. Ja, ich bin da etwas frustig. UFO und Konsorten auf den Server, die stampfen immer den Server ein. Immer wenn ich da was Schönes gebaut habe. Das gefällt mir nicht so. Deswegen wollte ich 7 Days schon wieder als Einzelspieler beginnen. Jetzt kann es passieren, dass ich doch mal auf den Server vorbeischaue. Da muss ich aber vorher Ravenhearst installieren, das Modpack. Was ich aber sowieso getan hätte, weil wenn ich alleine frisch angefangen hätte, hätte ich sowieso auch offline das Ravenhearst Pack genommen. Und es ist nicht eingestampft, es ist nur gerade noch Frustphase. Das heißt, ich hatte da noch ein paar Pläne auf den Server. Aber der Server ist weg. Ich kann den noch offline spielen. Auch das möchte ich nicht. Und ja, von heute auf morgen war der Server weg und da hätte ich schon mal keine Lust mehr. Ne, das kann frustrieren. Und deswegen ist es auf Eis. Aber es ist definitiv nicht eingestampft, wenn ich mit dem neuen Add-on Ravenhearst oder wie es ausspricht. Wenn ich damit beginne, dann geht's ab. Also dann spiele ich wieder mehrere 10.000 Stunden am Tag. Ja, so viel dazu. Ist der da immer noch? Ich hasse dieses Hologramm. Ha, okay, würde ich gut finden, zocke ich auch gerne. Ja, 7 Days ist klasse. Aber auf der anderen Seite hatte ich in den alten 7 Days auch fast alles erreicht. Also da gab es nicht mehr viel für mich rauszuholen. Ich hätte nur noch mehr bauen können. Es war schon fast langweilig, deswegen möchte ich auch keinerlei Hilfe. Ja, mir wagt bei 7 Days zu helfen, ja, schlage ich. Möchte keine Gegenstände haben, ich will alles selber arbeiten. Dann macht es Spaß. Also ja, ich werde Ravenhearst spielen, aber ich bin zu faul zum Installieren. Also immer wenn was Neues kommt, brauche ich immer so 6 bis 60 Wochen, bis ich mich dazu überwinden kann, etwas zu verändern in meinem Leben. Und da ich jetzt was installieren muss und auf meiner 100 GB Festplatte sowieso schon kein Platz mehr ist, ist es immer schwer für mich. Der ist nicht so schnell weg. UFO hat auch noch große Pläne. Wechsel erst, wenn es von der Mod eine gute Version mit den neuen Fahrzeugen gibt. Das kann aber noch dauern.
Es ist jetzt schon ein Wechsel geplant, Delfino. Ist das dein Ernst? Das heißt, wenn ich da jetzt mehrere Schlösser baue, sind die ja alle weg? Oder meinst du, nee, komm, warum sollte man den Server schon wieder wechseln? Verstehe nicht. Kann ja einfach kommt da nicht einfach das Update und dann kann man auf den Server weiterspielen oder geht das so nicht? Ich meine, Ravenhurst hat man ja dann schon. Ich bin kein großer Fan davon, wieder riesige Dinge zu bauen, damit ich wieder von vorne anfange. Wenn ich wenigstens mein Level immer mitnehmen könnte. Die Beute sind mir gar nicht so wichtig und die Gegenstände auch nicht. Die kann man sich neu, aber das Level, da könnte ich jetzt mal austicken. Wenn du jetzt mal leveln musst und Milliarden von Zombies erschießen, nur damit du stark genug bist, um ordentliche Dinge bauen zu können, das geht mir auf den Senkel. Ich bin noch nicht restlos schlüssig, was ich mache, aber ich werde auf jeden Fall erstmal Ravenhurst installieren. Ich habe das jetzt schon die ganze Woche vor. Und ja, der Kern 85 sind schon seit Monaten neue Fahrzeuge. Als ich mit 7 Days angefangen habe, vor einem halben Jahr oder vor, weiß nicht, wie lange das schon her ist, da wurde mir schon gesagt, bald kommen neue Fahrzeuge. Ich möchte solche Infos nicht haben, wenn kein genauer Termin. Bitte, bitte gib mir nie wieder solche Infos, Delfino, wenn kein genauer Termin. Bald ist viel. Bald kann viel bedeuten. Also ich will nur solche Infos, wenn der Termin feststeht. Ja. Ja. Gott, bin ich müde. Ich spiele mal eine Runde weiter. Ah, ich liebe den Controller. Für die, die vorhin nicht dabei waren, ich habe während meines Livestreams vorhin einen neuen Controller bei eBay ersteigert. Freuen. Hier schon wieder hier. Die neue 7-Days-Version, die kommt, bringt ja große Motorräder und einen Jeep, wo mehrere Leute mitfahren können. Genau diese Info habe ich schon seit einem Jahr oder so. Bisher war immer ein Wechselleiter notwendig, wenn du das haben willst. Ist nicht wie bei Minecraft. Das ist doch schrecklich. Das heißt, Devino, du hast mir gerade die Garantie gegeben, dass ich wieder alles verlieren werde. Egal, was ich da jetzt mache auf dem Server. Das muss ich mir auch ein bisschen überlegen, du. Das ist ja. Rrrk. Wo ist denn die Tür? Ach, hier lang. Halsband aufgepiept. Ja, das ist schon mal eine richtige Tür. Oder unendliches Weit, vor allem gegen Ende. Was meinst du damit jetzt? Ja, da muss ich erst mal hinkommen. Rechts an links. Das Ding da muss ausgestellt werden. Na, geht doch. Der Holobot wäre hin. Da du nicht da warst. Sinclair hat heute seine Sicherheitsmaßnahmen erläutert, hat aufgepasst, was in den Nachrichten so läuft und wollte Schritte unternehmen, falls die Chinesen sich auf amerikanischen Booten festsetzen. Ja, in Fallout gibt es immer Chinesen in Amerika und die haben sich alle totgebombt und 200 Jahre später setzt immer so ein Spiel ein. Hat uns die zusätzliche, ich liebe diesen Controller, hat uns die zusätzlichen Funktionen der Hologramme erklärt und wie das Casino aufgebaut ist, die Notfallprotokolle und das Sendesignal, das wir für die Kala-Veranstaltung benutzen. Der Kerl ist durchgeknallt, scheint aber trotzdem auf alles vorbereitet. Ach ja, und die Geschichte ermittelt sich immer in Text durch PCs. Schätze die abgeschiedene Lage des Casinos war Absicht. Bin nicht sicher, was er zu schützen versucht, scheint aber davon besessen zu sein. Irgendwann ja, aber wie gesagt, gibt noch keinen Termin. Haben die Mods selbst in der jetzigen Version dann noch nicht annähernd ausgekostet? Ja, eben. Das mit den neuen Fahrzeugen ist aber von den Hauptentwicklern, ne? Oh, ich hätte so Bock auf Jeep. Dieses lächerliche Taschenmotorrad, ich könnte draufkotzen. Das ist so hässlich und so klein und so langsam.
triggert mich richtig. Serra Madre Helm verstärkt. Na, dann setze ich doch mal den auf. Aber hallo. Ja, ja, ja. Schließe sich den Controller an. Hier, ich denke. Okay, das war jetzt schon mal nicht schlecht. Ja, ich überleg's mir. Was eine Tatsache ist, dass ich heute, morgen, übermorgen, noch innerhalb der Woche Ravenhurst drauf mache. Das ist eine Tatsache. Ob ich auf den Server komme? 50-50. Ja, genau. Und in der Mod wird das irgendwann sicher umgesetzt. Aber keiner weiß, wann. Das heißt, es wird auch neu gemacht, wenn es in der neuen Mod funktioniert, ne? Das kann sich ja dann nochmal ziehen. Himmel, HJ. Das ist alles kompliziert. Wir hatten die Mod eigentlich programmiert. Ist der da jeden Tag dran? Sitzt er den ganzen Tag? Oder was? Ich versuche mir immer das Leben der Leute vorzustellen, die sowas machen. Entweder können die saugut und sauschnell programmieren oder ihr einzelner Lebensinhalt ist 8 bis 16 Stunden am Tag vom PC sitzen und programmieren. Versuche mir immer das so vorzustellen, was die eigentlich machen. Ich muss jetzt eigentlich nach links gehen. Ach, die Brille kann man mitnehmen. Oh, Patronen, her damit. Automatisches Gewehr, her damit. Das kann man schön teuer verkaufen. So ist es. Und wir müssen nicht gleich umsteigen. Automatisch Update hat es nur noch am Server abgedreht. Damit nicht passiert. Okay. Ja, da kann man sich dumm und lustig spielen. Ich habe so große Dinge vor, ihr habt noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das? Aber ich weiß jetzt nur schon allein, welchen dieser Armbrust wollte ich Ravenhurst haben, als ich die bei Dings, bei Horatius gesehen habe. Nur allein welche diese Armbrust. Sag mal. Da muss ich irgendwo lang. Das sieht so aus, als wäre eine Tür, da ist keine. Die Armbrust ist nämlich, die schießt gleich mehrere Pfeile auf einmal. Und das ist halt das, was mich immer gereizt hat. Und da ich ja jetzt weiß, wie das Spiel funktioniert, stecke ich jetzt nicht mehr unnötig Energie in Dinge wie zum Beispiel Waffen. Du brauchst nur eine Armbrust in dem ganzen Game. Du brauchst einfach immer nur eine scheiß Armbrust. Die Waffen sind ziemlich gut. Was mich ein bisschen ärgert bei Ravenhurst sind die Terminator-Tiere. Die haben doch nicht mal am Reisen. Die Tiere so stabil zu machen, dass du 40 Schuss brauchst. Ah, fast. Klack. Herrlich. Her damit, her damit, her damit. Her damit. Endlich mal gutes Zeug. Endlich mal wieder Stimpaks. Aber wie schon gesagt, im Hotel kann man auch saufen. Ich raff nicht so ganz, wo ich lang muss. Mal speichern. Kann man eigentlich was gegen die Hunde am Anfang machen? Ja, da hättest du mal meine Streams verfolgen sollen. Ich hab was gegen Zombies und Hunde in Massen. Du hast Klassen bei der Mod, musst also gut überlegen, was du startest. Wie Klassen? Ich bin sehr verwirrt. Wer hat die Terminator-Tiere da eingestellt? Wenn dich Zombies überfallen, einfach auslocken. Wieder einloggen, alle sind weg. Ich sterbe nie in 7 Days. Ich lasse mich doch nicht töten und laufe dann durch die Prärie, meine Sachen wieder zu kriegen. Ich glaube, es sagt, einfach immer sofort auf Auslocken gehen. Wenn eine Horde kommt und du dich absolut nicht mehr wehren kannst, auslocken. Und schon hast du keine einzigen Probleme mehr an dem Game. Ich habe mich in den letzten Malen 100.000 Mal einfach ausgelockt. Ratzfatz, klick, klick, raus. Es geht gar nicht. Es passiert stundenlang nichts in dem Game. Kein Gegner, kein gar nichts. Und dann auf einmal in solchen Massen, dass du überhaupt dich nicht wehren kannst.
Ganz doof gemacht ist das, diese Wellenschübe. Das nervt. Hier müsste eine Lücke sein, ich gehe in die Krise. Oder zählt das nur fürs untere Stockwerk? Echt? Nie dran gedacht. Doch, das mache ich bei Videospielen immer so. Speichern, raus hier in Frischladen. Scheiße, ich bin runtergefallen, das war jetzt nicht so gut. Immer so cheaten, glitschen, Bug nutzen, mache ich alles. Weil manche Spiele finde ich echt scheiße und unfair. Dieser Sensor kontrolliert ein Sicherheitsprogramm in diesem Gebiet. Sie können den Sensor vielleicht abschalten. Ja klar. Zack. Und das kann ich jetzt auch nur wegen meinen Elektriker- und Hackfähigkeiten und Wissenschaftsfähigkeiten. Solche Dinge manipulieren. Also ein Krempel. Das ist Fallout. Hacken, Schlösser knacken. Bots manipulieren. Richtige Roboter. Und. Das ist Fallout. So. Das darf ich nur nicht wundern. Ich erkläre hier Mr. Kern. Oder wer noch nie Fallout gespielt hatte. Wie das Spiel so ist und tickt. Es kann nicht jeder alles am Beginn. Ufo zum Beispiel kann Bögen und Armbrust erstellen. Sowie die Munition dazu. Ich bin Arzt und kann Medizinzeugs herstellen. What the fuck? Speed wiederum macht die ganzen coolen Werkbänke und Werkzeuge. Wieg wieder ist unser Farmer. Das ist aber schön. Ich hoffe, ihn niemals zu begegnen. Auf dem Server. Tweak hasst mich wie die Pest. Also, wenn ich auf den Server gehe, muss ich einstellen, was ich bin. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, Bögen machen zu können. Wäre natürlich ein Risiko, wenn man genau die Stelle speichert und es kommen jetzt mal die Hunde, dann wäre man in der Endlosschleife. Ja, so ist es aber nicht. Die sind dann tot. Entweder sie sind weggespawnt und es ist nichts mehr da, oder die Zombies liegen dann tot da und du kannst sie direkt auslesen. Das ist so, als wäre eine Bombe explodiert. So war das bei mir, wenn ich mich ausgelockt habe. Manche Zombies lagen dann da und die konnte ich ausnehmen, manche waren einfach so verschwunden. Also bisher war es so. Ob es bei Ravenhurst noch so ist, ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, wenn ich eine Klasse einstellen muss, dann wäre ich gerne der Bogen herstellen kann, damit ich mich wehren kann. Das ist wichtig. Ansonsten wird nur geschippt und Gebäude gebaut den ganzen Tag. Ufo hat es auch nie gemacht. Beim letzten Mal ist er immer gestorben bei... Ufo ist sowieso... Da könnte ich mich jetzt mal aufregen, wie er Videospiele spielt. Aber das verkneife ich mir, sonst komme ich jetzt aus meiner Hassrede nicht mehr raus. Er ist zum einen so reaktionsträchtig und wendet nicht die einfachsten Tricks an, ist nur am Rumfluchen wie ein Irrer, einfach auslocken. Ich sterbe nie bei 7 Days. Egal wie schwer es eingestellt ist, einfach schnell auslocken. Zack. Gerade wenn ich so reaktionsträchtig wäre wie er, da würde ich jeden Bug nutzen. Jeden Trick. Ich finde das ganz schrecklich, dass ich, wenn ich Pause drücke, dass der weiterlabert. Ja, das gibt die Mod vor. Am Beginn kannst du nur eine Klasse wählen. Okay. Interessant. Ja, aber ich kann mir normal leveln und dann mich umklassifizieren, wie sonst auch, oder? Oder? Kriege ich eine Krise. Also ich kann mir das andere schon auch beibringen. Sag ja, ja, Delfino. Sonst nehme ich mir einen Strick. Vor allen Dingen bauen. Ich habe Idee zum Bauen. Ich werde das erste, was ich baue, ist mir eine Schippe. Ich werde auch ja nicht aus Holz machen. Aus Holz bauen ist total scheiße. Wenn du später sowieso Borgen baust, kannst du doch gleich am Anfang eine Steinschippe machen und schon mal Leben sammeln. Ich habe so viel gelernt. Wenn du zum Beispiel die Bogenklasse nimmst, kannst du keine Felder anlegen, anbauen und so weiter und auch kein Medizin erstellen.
Wie heilt man sich dann? Ja, aber das geht schon, mit der Zeit geht das dann irgendwie, oder? Angst, Delfino, Angst. Mach mir keine Angst vor dieser Mod. Aber das Spiel war generell ein bisschen leicht. Es darf ruhig ein bisschen schwerer werden. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Die Bestie erledigen. Holen Sie den Notausgangsschlüssel zur Kantine Madrid-Küche. Okay. Finden Sie Christine in den. Christine in den Vorstandssuiten. Die Sachen, die du erforschen kannst, wird durch die Klasse vorgegeben. Oder du findest Bücher. Ich weiß echt nicht mehr, ob mir das so gefällt, Delfino. Das heißt, du brauchst dann Bücher für Dinge, für die du früher keine Bücher gebraucht hast. Aber da kann man ja den ganzen Tag auf Büchersuche gehen. Ich weiß jetzt schon, egal welche Klasse ich mir aussuche, ich werde es auf jeden Fall bereuen. Felder bestellen ist null wichtig. Man kann sich immer wieder in der Wüste mit Kaktus ernähren. Immer wieder mit Kaktus ernähren. Felder ist überhaupt nicht wichtig, ist nutzloseste Klasse. Nur, ob man das mit der Gesundheit und so, das ist mir ein bisschen, Also, man kann quasi keine Medipacks selber bauen. Aber kann man aus Aloe Vera schon Creme machen? Wenn es deine Klasse nicht lernen kann, ja. Dann in Büchern. Okay. Ich kriege auf einmal Angst vor diesem Pack. Da wollte ich mir noch so viel komplizierte Dinge beibringen, wie zum Beispiel Strom verlegen. Egal. Ja, welche Klasse muss man sein, um Moped bauen zu können? Da könnte man es sich nämlich schön leicht machen, gleich am Anfang. Oh, das hat mich so geärgert. Ich habe so schön den See damals kartografiert. Oh Mann, das war einen ganzen Abend, hänge ich da dran, offline. Na gut. Ich spiele gleich weiter. Ich bin nur ein bisschen durch heute. Schon müde und also was. Und hungrig und genervt. Was? Warum? Ich will kein Vogrisiert. Na, geht doch. Danke. Ich meine, die ordentliches Zeug kaufen. Das auch noch in ordentlichen Mengen. Weil sich das Vorkriegssammeln doch hier lohnt. Nee, spielen tue ich bestimmt nicht. Das tue ich nicht in Real Life, warum sollte ich es in dem Spiel tun? Wie viele Terabyte ist ein Ravenhurst eigentlich groß? Na, das Ding will ich. Nein, nur eins.
ist nicht so schlimm. Du kannst auch Bücher sammeln und zerlegen. Wenn du genug von dem Zeug, was du kannst, bekommst, gesammelt hast, kannst eine neue Klasse lernen. Das gefällt mir. Delfino, wundere dich nicht, wenn ich das Spiel beginne und dir jeden Tag eine Nachricht sende, eine private. Mit einer doofen Frage zu dem Spiel. Das kann passieren. Jetzt hast du dich wieder zum Lehrer gemacht. Und sie die Notausgangsschlüssel zurück. Okay, was wollte ich jetzt? Genau, mein Gewehr basteln. Waffen. Wo ist mein Revolver hin? Den habe ich in der Hand. Warum wird er nicht mal im Inventar angezeigt? Ach, so schön verpackt. Ach, jetzt. Okay. Hier. Na, Mod. Holofok. Fokussiert den Waffenstrahl und erhöht damit das Schadenspotenzial. Das nehmen wir gerne. Mods, verstärkte Hologewehrteile, Hologewehrfokussierungslinse. Jetzt geht's aber echt ab mit dieser Waffe hier. Weiß auch nicht alles. Hora kennt die Mod in- und auswendig. Hat den belästigt denn auch jeden Tag. Der wird sich freuen. Und Ufo belästigt auch jeden Tag. Ich muss nochmal meinen Rechner ein bisschen aufräumen, damit da Platz drauf kommt. Spiele fressen immer so ich Unmengen Platz. Und meine vielen YouTube-Videos, die ich im Vorlauf drehe, fressen auch Unmengen Platz. Allein jetzt schon wieder 7,5 GB aufgenommen die letzten Tage. Schrecklich. Da 5 GB. Da hier und das und jenes. Kann weg. Kann de facto weg. Löschen. Ah, da muss ich mir mal 2, 3, 4 Stunden vor den Rechner setzen. Löschen, 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 löschen. So viele noch unbearbeitete Dinge. Ah, schon wieder ein halbes Gigabyte hier. Ganze Screenshots. Na gut. Genau, bitte geben Sie mir mal so ein Ding. Nein, nur eins. Danke. Holo-Gewehr bitte. Danke. Und jetzt zum Reparaturkit. Prozent hatten und ich werde Mitte. Ja, lecker Eisen. So, Reparaturkit. Verwendet. Jetzt ist die Waffe bei 75% voll und ist richtig kräftig. Macht jetzt Schaden von 100. Mega. So, jetzt können sie mal kommen. Jetzt hole ich mir noch ein Stimpack. Mentats. Einmal Mentats gekauft. Dann hätte ich noch gerne Stimpacks. Macht mal ein super Stimpack. Schweineteures Zeug. Eins. Jetzt kaufe ich noch von den Rest normale Stimpacks. Genau, alle her. Jawoll.
Ich jetzt schon auf Christine hin. Wo ist denn die? Aber was ich wirklich bräuchte, wäre ein Fixer. Ich diese Drogenabhängigkeit loswerde. Das ist die ganze Zeit eine Drogenabhängigkeit rum. Ah, okay, da lang. Mein Team auch behalten. Echt schwierige Mission. Null Bock drauf. Ah, er war einbrechen. Ficken. Kommt das Hologramm jetzt her?
Das ist die Musik von der Insel von Fallout 3. Oh, dass man sie hier nicht mehr laufen kann. Leckeres Dosenwasser. Sehr gesund, die Teilung. Also vorher. Dietrich und du, die brauche ich nicht mehr. Oh. Ist auch viel schön ins Herz herum. Ich muss auf mein Gewicht achten. Ich ließe sich alles sehr schön verscherbeln. Muss ich mir auch mal ungefähr merken, wo das ist. Hallo, lange keine Pistole mehr gehabt. Das Game erinnert mich an Alien Isolation, die PCs und so. Okay. Ah, nur du hast ja nicht von Alien verfolgt. Dafür waren andere Viecher. Notfall, Türversiegelung überbrücken. Irgendwo hat sich jetzt eine Tür geöffnet. Fixer. Oh, endlich! Kann ich die Drogenabhängigkeit wegmachen. Ich bin hier abhängig gegen Jet, Medics und Mentats. Mit dem Fixer. Jetzt geht's wieder gut. Er grinst da. Nach seiner Stufe 34.
Oh, Medics, her damit. So klein, dass man es absolut nicht sieht. Oh. Ach, schade. Ist dann Zug wieder da, oder? Haha. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ja, ich habe noch andere Dinge zu erforschen. Viele sagen mir, dass mich dieses Hologramm nicht verfolgt. Schwerer Safe. War es Dietrich Fähigkeit 100, die ich mir mühsam erarbeitet habe. Hey, lass mich, lass mich. Scheiße. Okay, das war Mist. Richtig Mist. Irgendwie das Ding ausschalten können. Scheiße. Die Etage scheint die Gäste zu gut geschützt zu haben. Hab die Suite durchsucht und die holographische Frau von Wehrmann gefunden. Muss er irgendwo doch der Holoprojektor von dieser Tusse sein. Oder kommen jetzt noch so viel zu holen? Bin ich denn jetzt noch? Da hing er. Wie ist denn dieser Holoprojektor in dieser Frau? Ich bin jetzt quasi von hinten an sie ran.
Irgendwo muss doch ein Radio sein oder Sendempfänger. So, bin dann mal raus. Bis demnächst. Ich hoffe, man sieht sich. Jo, bye. Ja, Eglerhof. Ach, jetzt gibt es eine Metallrüstung. Jetzt auf einmal gibt es eine Metallrüstung. Aber die ist so schwach und so kaputt. Scheiße. Dass mir im Moment nicht bringt. So, bin ich noch mal? Moment. Wieder raus. Da unten bin ich jetzt. Hier ist alles zugeschüttet. Jetzt geradeaus und dann müsste es da durchgehen. Nee, oder? Doch. Wie kommt man da rein? Wie komme ich da hin? Hier spricht Christine Royce von der Bruderschaft. Christine Royce. Genau. Immer, ja. Kann Vera Slide anziehen, cool. So, jetzt schön das Zeug mitnehmen, aber das kannst du nicht alles hucken.
Okay, bevor ich diese Tür öffne, speichere ich lieber nochmal. Sie haben es geschafft. Gut. Sprechen tut weh. Ich fasse mich kurz, weil es meine Stimme aufgibt. Ding wie die Frau. Ja. Ach, jetzt habe ich nochmal gelevelt. Die Frauen sind ja normal. Ich bin einfach nur froh, dass sie sicher sind. Bleiben sie hier, ich komme, ich bin mir leiser. Ist das so? In meinen Ohren klingt es seltsam. Schwer zu beschreiben. Ganz zu schweigen davon, dass das Schlucken alles wehtut. Ich wurde wohl deshalb in diese Suite verlegt. Es war ihr. Da liegt sie. Wurde auch von der Sicherheit erwischt. Ist nur anders entkommen als ich. Ich bin schon eine ganze Weile auf der Jagd nach demjenigen, der ihren Pip-Boy übernommen hat. Elijah. Er darf das Sierra Madre nicht lebend verlassen. Was er getan hat, was er hier getan hat, ist kein Vergleich zu seinen vergangenen Taten. Er wird nur herauskommen, wenn sie es in die Vault schaffen. Er wird nicht zulassen, dass sie allein dort runtergehen. Dann werde ich ihn töten. Wie lange jagen sie ihn schon? Die Gala begann. Die Schaltstation öffnete sich. Das Autodocks wäre schlimm, aber die Station war schlimmer. Ich kam raus und sah die Lichtshow. Das reichte, um mich zum Casino zu locken. Und es schien so, als ob die Lichter und Lautsprecher mir den Weg zeigen würden. Wer sie auch kontrolliert, wollte mich wohl als Plan B. Vielleicht wurde ich wegen meiner neuen Stimme dieser Etage zugewiesen. Aber wer weiß das schon. Vielleicht wurde ich auch als Gast erkannt. Zu lang. Dachte mir, ich könnte die Sache zu Ende bringen, bevor es dunkel wird. Aber dann ist mir diese Chance wieder durch die Lappen gegangen. Das sind meine Befehle. Ich habe mit angesehen, was er getan hat. Und ich glaube an diese Befehle. Er hat mir etwas genommen, das mir wichtig war. Er setzte seinen Status ein, um uns auseinanderzubringen. Danach brauchte mein Leben einen neuen Sinn. Dann wurde er unzurechnungsfähig und zog an der Spur des Verbrechens quer durchs Südland. Als wir davon hörten, erhielt ich den Befehl, ihn zu töten. Er hat mich vor den Narben gesehen, an einem weit entfernten Ort. Dort hat er einen Teil der Technik gefunden, die er jetzt einsetzt. Man nennt diesen Ort die große Leere. Der Name täuscht aber, sofern man weiß, wo man suchen muss. Wurde dort eingesperrt. Aber da war noch jemand anders, der vorbeikam. Er wusste von Elijah. Keine Ahnung. Ein Kurier trug eine alte Weltflagge auf dem Rücken. Und bin ich. Er hat mich rausgeholt und mir gesagt, wo Elijah ist. Hat mir geholfen, wieder auf die Beine zu kommen und sich meine Geschichte angehört. Er war verständnisvoll. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihnen trauen kann. Jetzt bin ich mir sicher. Sehen Sie, als ich aufgewacht bin, wie auch immer das passiert ist, da hatte ich diesen Schlüssel bei mir. Ich glaube, er gehörte ihr. Hatte noch keine Chance, ihn zu benutzen. Könnte für die Kommode oder den Safe sein. Konnte nicht viel ausprobieren, bevor sie kamen. Hier, bitte. Ja, funktioniert noch. Sind viele Schrottdaten drauf, aber die Grundfunktionen sollten normal laufen. Ich kann das Hauptverzeichnis und jüngste Diagnose abfragen. Jemandem wurde vier Medics verabschiedet. Schätze,
dass das ihre Leiche sein muss. Und dass deshalb auch die ganzen Medikamente hier liegen. Hier ist der ärztliche Bericht. Sie scheint todkrank gewesen zu sein. Die Diagnose ist nicht schlüssig, muss schmerzhaft gewesen sein. Ich bin nicht mal sicher, ob sie es überhaupt wusste, wenn man nach diesem Bericht geht. Sie muss den Großteil der Zeit wie betäubt gewesen sein. Nein, das reicht sehr viel tiefer. Während ich in der großen Leere Jagd auf Elijah gemacht habe, hat er mich in einem der dort begrabenen medizinischen Forschungszentren eingesperrt. Es hat was mit meinem Kopf angestellt. Und ich hatte noch Glück. Lesen fällt schwer und ist eine Kluft zwischen Denken und Sprechen. Es ist nur ein Wirrwarr aus Symbolen, keine Buchstaben. Mathe, Formel, Gleichungen, das gilt alles. Aber Gedichte schreiben kann ich knicken. Ja, die Aufzeichnungen von anderen Patienten gesehen und was ihnen angetan wurde. Manche hörten nur Rauschen, andere wurden irre. Ich gehe nie zurück. Die Leiche war auf dem Weg hierher, also konnte ich nicht Halt machen und sehen, ob ich es reparieren kann. Falls man überhaupt reparieren kann, was passiert ist, als ich die Elektroden in den Kopf bekam und mein Kopf in eine Lampe verwandelt wurde. Dann kam ich her und verlor meine Stimme. Jetzt habe ich eine neue. Auch dafür wird sich Elijah verantworten müssen. In Ordnung. Bin nur froh, dass ich Ihnen jetzt auch antworte. Ich bin schon. Versuchen Sie mal mit ihm zu diskutieren. Mal sehen, was dann passiert. Er ist derart besessen von Technik, dass er wohl nicht mal mehr weiß, warum. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm trauen kann. Sieht aus, als... Viel Glück. Er ist kein leichter Gegner. Ich werde helfen, wenn ich kann. Vielleicht finde ich etwas im Computersystem des Sierra Madre. Genau. Der Wissenschaft war's. Da konnte man hacken. Und da knalle ich jetzt auch alles drauf, was geht. Zack. Aber das dann später auch auf 100 und alles wird gut. Dann kann ich mich wieder auf Waffen konzentrieren. Sprache. Haben wir hier 5 drauf? Sprache 5 drauf. Das kann ihm auch nicht schaden, wenn das auf 90 ist. Und dann auf Waffen, 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 Waffen. Dann hätten wir alle. Oh, repariert euch das Buch, habe ich jetzt 94. Auch nicht schlecht. X hatte ich. Let go. Kehle fühlt sich unter. Hätte ich nie gelassen. Cool, damit kann ich das Dings öffnen. Ja, Pott, repariere mich. Jetzt die Krankengeschichte.
Gute Nacht, Oligi. Können nicht mehr viel für Miss Keys tun, außer es so angenehm wie möglich zu machen. Ihre Erschöpfung wird andauernd, genau wie ihre Schlaflosigkeit. Ich empfehle die weitere Behandlung mit MedX Super Stimpax. Das ist keine Langzeitlösung. Die Schmerzen werden bleiben, schlimmer werden. Die Dosierung der Medikamente, die sie derzeit nimmt, kann schon zu einer Überdosis führen. Aufgrund dieser Erörterung befürchte ich auch, dass Miss Keys absichtlich zur Überdosis greifen könnte, wenn sie freien Zugang zu diesen Medikamenten hat, und empfehle auch psychiatrische Betreuung. Würdest du bitte aufhören? Spaßvogel. Hier ist Vera Keys beim Vorsprechen für Love Set Sale. Oh Gott, dieses Skript. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin froh über diese Ist das ein Flugzeug da oben? Diese Bomber sind wie große Hornissen, die derzeit über den Himmel schwirren. Es ist weg. Alles klar. Hier ist Vera Keys beim Vorsprechen für Love Set Sale. Markham. Seitdem unser Frachter unterging, fühlt es sich an, als würde mein Herz in den Tiefen des Ozeans versinken. Zusammen mit meiner Karriere. Oh Gott. Alles klar. Alles klar. Na gut. Speichern und ich mache Schluss für heute. Ich host euch noch brav jemanden und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich lade das Sicherheitshalber. Gucken, was geht. Bis dann. Tschüss.